Wir sehen, wie Tomatrix wieder high wird. Das war auf jeden Fall krass. Okay. Das habe ich so nicht erwartet. Ihr wisst. What the fuck, Bro? Sicher, dass der Teufel ihn nicht geholt hat? Finde ich super spannend, neue Bewusstseinszustände zu erleben. Dafür habe ich ja schon verschiedene Substanzen ausprobiert. Nimm mehr Drogen. Hat der gekokst auch? Wie chillig. Aber es soll auch eine Möglichkeit... Bro, der soll mal Heroin probieren oder sowas. Das wäre überchillig, Mann. Mal so ein bisschen Heroin einfach. ...geben, wie man das ganz ohne irgendwelche Drogen schaffen soll, nur durch die Atmung. Holotropes Atmen heißt die Atemtechnik und wurde von Stanislav Grof, einem bekannten LSD-Forscher, in den 70ern entwickelt. Okay, ich mach das heute Abend. Nachdem LSD verboten wurde, hat er nach Alternativen gesucht, wie man diesen veränderten Bewusstseinszustand erreichen kann. Aber kann das wirklich funktionieren, nur durch die Atmung eine Art LSD-Rausch auslösen? Das möchte ich ausprobieren. Komm, Chat, wir machen das alle zusammen. Bevor wir uns auf den Weg machen, möchte ich euch noch kurz den Sponsor des heutigen Videos vorstellen und das ist CyberGhost VPN. CyberGhost VPN für... Alter, es gibt einen neuen VPN-Anbieter, okay. Blockt eure IP-Adresse und leitet 100 genau. Kilometer... Könnt ihr euch dann anschauen, ne? Immer much respect. ...nach Österreich. Hier, irgendwo auf dem Land, gibt nämlich ein Mann Seminare im Holotropen Atmen, der die Technik direkt bei Stanislav Grof gelernt hat. Hallo. Suna, Kuss, danke Suna für den Sub. Hallo Silvester. Tag, Felix. Herzlich willkommen. Ja. Dr. Silvester Walch hat früher als Psychotherapeut gearbeitet und unter anderem ein psychiatrisches Krankenhaus geleitet. Irgendwie... Ja doch, der sieht lieb aus. ...bis er Stanislav Grof und das holotrope Atmen kennengelernt hat. Holotropes Atmen ist eine Methode, um sich selbst zu erforschen. Um mehr von sich selbst zu erfahren. Sie gehört dem Methodenspektrum der transpersonalen Psychologie an und nützt veränderte Bewusstseinszustände, um tiefer in den Bereich der Seele auch eindringen zu können. Wie funktioniert das? Um auch unser Bewusstsein zu öffnen. Der war 10 Jahre in Haft. Weitern. Wie chillig ist das? Stell dir mal vor, du gehst auf eine Party. Und alle saufen sich einen rein, kiffen einen. Der eine nimmt Koks, andere Heroin. Und du sitzt da, machst nur... Und dann hast du über den Trip für die ganze Party. Holy shit, Mann. Das ist so geisteskrank günstig, Mann. Du kannst dich einfach high atmen. Sodass wir mehr Erfahrungen gewinnen können, die wir... Das ist mein Nachbar, er hat 4 Kinder getötet, glaube ich nicht. Normalerweise im allgemeinen, normalen Bewusstseinszustand, die uns nicht zugänglich sind. Sprechen wir erstmal darüber, was jetzt genau passiert morgen. Genau. Bevor wir das jetzt morgen miteinander praktizieren werden, würde ich gerne noch ein bisschen was von dir auch wissen und welche Themen, vielleicht welche Lebensthemen im Moment für dich so im Vordergrund stehen. Also ich weiß, dass das, was ich im Moment mache, mir super viel Spaß macht. Ich habe auch Lust, das weiterzumachen, aber ich merke ja irgendwie, dass irgendwas noch fehlt, um so richtig glücklich zu sein. Es ist noch Heroin. Nicht alles. Genau. Es ist Heroin. Eine Sache ist, dass ich das Gefühl habe, nicht so zu sein, wie ich eigentlich bin oder sein möchte. Also, dass ich mich vielleicht in manchen Bereichen so ein bisschen verstelle, weil ich es anderen Menschen recht machen möchte. Aber was du spürst, Felix, ist, dass es wichtig ist, deine Bedürfnisse zu berücksichtigen. Ich unterstütze dich und helfe dir dabei, deinen Weg auch auf der Matte zu finden. Gibt es denn irgendwelche Risiken im holotropen Atmen? Kann es zu sehr intensiven emotionalen Prozessen kommen, auch zu starken körperlichen Ausdruck? Wenn jetzt jemand einen unbehandelten Bluthochdruck hat oder Herzinfarkt oder Schlaganfall Gefahr hat. Vom Seelischen her würde man sagen, wenn jemand Inneres und Äußeres nicht wirklich unterscheiden kann, dann sollte er nicht holotrop atmen. Dann wünsche ich euch dir einen guten Abend, dann sehen wir uns morgen. Alter, Ende. So, guten Morgen. Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen, aber ich muss zugeben, ich bin jetzt schon so ein bisschen aufgeregt. Also ich weiß nicht so genau, was jetzt passieren wird. Boah, es wird echt bei manchen spannend. Sachen kann man sich ja vorbereiten, aber ich habe das Gefühl, gerade jetzt beim Holotropen atmen geht das nicht so richtig, weil das ja einfach, es soll irgendwas passieren, was in mir ist.
und ich frage mich, was das sein wird. Einer schreibt in den Chat, das ist doch Scam. Bro, das Video ist gerade erst rausgekommen, was laberst du? Ich frage mich, ob das jetzt irgendwie unangenehm wird oder anstrengend. Ja, das werden wir jetzt sehen. Ja, let's go. Schauen wir mal. Ah, oh, es wird spannend. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du dir selbst begegnest. Oh mein Gott, das will ich nicht. Das wäre das Schlimmste, was mir wirklich passieren könnte. Ja, okay. Ja, dann bitte ich dich einfach, Platz zu nehmen, auf den Rücken zu legen. Und wenn Gefühle auftauchen, lass sie zu. Und auch vom Atmen her gibt es keine spezielle Technik. Hä? Sondern einfach schneller, intensiver, dynamischer. Und es ist wie eine Einstiegshilfe. Wie eine Brücke zum veränderten Bewusstseinszustand. Was? Das kann einfach jeder? Atme einfach so langsam beginnend aus diesem entspannten Zustand heraus. Schneller, intensiver und dynamischer atmen. Schneller, intensiver, dynamischer atmen. Digga, ich habe Asthma. Stirbt man davon nicht? Während ich anfange, intensiver zu atmen, können wir uns ja mal anschauen, welche Effekte so beim Holotropenatmen auftreten können. Der Wirkungsgrad ist sehr breit. Einerseits können wir durch holotropes Atmen tiefgreifende seelische Konflikte lösen, helfen. Weil man muss sich vorstellen, wenn jetzt beispielsweise jemand in früher Kindheit geschlagen wurde, dann kann man zwar drüber sprechen und wird auch vielleicht die Gefühle empfinden, aber beim Holotropenatmen tauchen diese Situationen ganz authentisch auf. Auch die damit verbundenen, nicht ausgedrückten Gefühle, wie zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, jemand wurde von einem Vater geschlagen, da traut er sich natürlich nicht zurückzuschlagen. Aber beim holotropen Atmen kann plötzlich diese Wut auftauchen, dem Vater gegenüber, und dann ausgedrückt werden. Das heißt, er geht dann auf alle anderen im Raum los. Und dann fühlt sich jemand natürlich freier. Man kann auch Todeserfahrungen machen. Also wir können einen Eindruck davon gewinnen, was Sterben bedeuten kann. Am Anfang muss ich mich noch voll auf das Atmen konzentrieren. Aber irgendwann funktioniert das wie von allein. Langsam merke ich, wie mein ganzer Körper anfängt zu kribbeln, meine Hände verkrampfen und es fühlt sich so ein bisschen komisch an. Dann kann es passieren, dass während des Prozesses plötzlich intensive Gefühle auftreten, Traurigkeit oder dass vielleicht ein Wutimpuls kommt. Und ich unterstütze dich dann, diesen Wutimpuls eventuell noch stärker auszudrücken, indem ich dir einen Widerstand gebe und dich ermutige zu schreien oder lauter zu schreien, bis sich diese Spannung gelöst hat. Und laut, ja, Ton dazu geben und drücken. Okay, die zeigen die genaue Technik jetzt bewusst nicht, damit das keiner einfach nachmacht, denke ich mal. Und laut. Und nochmal laut. Zunge raus. Super, weiter. Und weiter. Yes, drücken. Und nochmal. So. Und nochmal weiter. Oh mein Gott, Bro. Ganz laut. Super, und weiter. Und weiter. Alter. Holy shit, Bro. Ja, alles zulassen. Ja, alles zulassen. Holy shit, Mann, ich will das auch machen. Während ich so da liege, gehen mir einige Gedanken durch den Kopf und plötzlich fange ich an zu weinen, ohne irgendeinen konkreten Grund, aber es fühlt sich richtig an, das Gefühl einfach rauszulassen. Wie lange hält dieser Zustand an?
So langsam merke ich, wie dieser rauschartige Zustand schwächer wird. Ich liege so da und die Musik um mich herum wird dumpf. Schläf dir jetzt einfach ein. Wie geht's dir im Augenblick? Gut. Ich kann das nicht genau beschreiben, aber ich fühle mich gut, bin entspannt, auch ein bisschen. Vielleicht die Mucke ein bisschen leiser machen. Durcheinander vielleicht. Okay. Ja. Ich brauche erstmal einen Moment, um damit klarzukommen, was gerade passiert ist. Dann soll ich malen. Einfach, was mir gerade in den Sinn kommt, um später darüber zu sprechen. Ja, ich kann ja mal kurz so erzählen, wie ich das so empfunden habe. Das war auf jeden Fall krass. Also, das okay. Habe ich so nicht erwartet. Das ist richtig komisch, wie heiser ich jetzt bin. Aber ich habe ja auch ein bisschen rumgeschrien. Das Lachen, das Weinen hatte gar keinen konkreten Grund irgendwie. Es kam einfach so. Ja, war halt echt so ein bisschen rauschmäßig, dass es irgendwie sich dann in dem Moment gut angefühlt hat, zu lachen oder zu weinen. Und ich glaube, dass das auch vielleicht crazy. Was man oder was ich auch häufiger machen sollte, einfach mal so Gefühle zulassen, die rauslassen crazy, und so weiter. Crazy. Ja, im Vorgespräch ging es ja schon so ein bisschen darum, dass ich manchmal mich so ein bisschen unsicher fühle und irgendwie so mir Gedanken darüber mache, was andere holotropes Heroin, ich weiß nicht, ob das ein Ding ist, Chat. Mir denken können und so weiter. Und da ist mir so ein bisschen der Gedanke aufgekommen, dass wenn andere Menschen irgendwie mich abwerten. Ich würde gerne nebenbei Luciano hören. Also irgendwie. Bo, ha, bo, ha, grrr, jai, ha. Schlecht über mich denken, dann ist das ja eigentlich auch ein Zeichen für deren Unsicherheit und Angst vielleicht. Ja, ich glaube einfach, ich muss mir weniger Gedanken darüber machen, was andere denken, weil das halt, egal ist einfach. Jetzt muss ich sagen, geht's mir gerade eigentlich ganz gut. Ich bin jetzt irgendwie ziemlich entspannt. Entspannt, sehr geil. Ich freue mich jetzt aufs Essen. Nach dem Essen spreche ich nochmal mit Silvester über das, was ich erlebt habe und über mein Bild. Das löst wohliges. Das ist doch eine psychotherapeutische Erfahrung, mehr als ein Drogentrip, oder? Wobei ja so ein Drogentrip auch eine psychotherapeutische Erfahrung sein kann. Angenehmes. Kurz Seele therapiert durch Atmen. Gefühl aus, weil das so in meinem Kopf vielleicht gerade so der schönste Ort auf der Welt wäre. Alles ist lebendig, aber es ist auch irgendwie so eine Ruhe. Heroin ist nicht therapeutisch. Keine Hektik, kein Stress, keine Autos und so weiter, sondern keine Erwartungen an mich. Dort in der Natur kann ich der sein, der ich bin. Silvester hilft mir, meine Gedanken und Erfahrungen einzuordnen. Oh, auch das ist wichtig beim Holotropenatmen, um daraus etwas für das eigene Leben mitzunehmen. Kann man sowas denn eigentlich auch alleine zu Hause machen oder empfiehlt sich das eher nicht, dass man alleine solche Atemsitzungen zu Hause durchführt? Das Geschehen ist so komplex und kann so intensiv werden, wenn du plötzlich autonome Körperreaktionen bekommst. Dass es immer wieder wichtig ist, dass jemand dabei ist und es begleitet. Dann auf jeden Fall vielen Dank, dass du das mit. Deshalb kannst du dir jetzt hier eine 10er-Karte kaufen, Bro. Und wenn du willst, kannst du nächsten Monat nochmal zum Atmen vorbeikommen. Mir gemacht hast. Ja. Ja, was soll ich sagen? Das war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung. Und jetzt ist natürlich die große Frage, inwiefern ist holotropes Atmen denn mit einem Drogenrausch mit LSD vergleichbar? Saftig, LSD habe ich jetzt zuletzt ausprobiert. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann klickt hier oben. Ich habe das LSD-Video gesehen und es auch direkt danach gemacht. Und Deutscher Heisenberg. Ich muss sagen, bei beiden Sachen gibt es wirklich so einen veränderten Bewusstseinszustand und man schafft es besser, in sich selber reinzufühlen und sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Das ist irgendwie verrückt, dass es bei beiden Sachen echt ähnlich ist, dass man nochmal so einen anderen Blick auf sich selber hat. Was beim holotropen Atmen aber natürlich nicht der Fall ist, dass man diese typischen LSD-optischen Effekte hat, also diese Pseudo-Halluzinationen, dass man irgendwie sieht, dass sich irgendwas bewegt, das gibt's nicht. Man hat auch nicht diese geschärften Sinne und auch nicht dieses traumartige Erleben. Also das ist bei LSD schon ein bisschen anders. Das heißt, es ist in gewissen Teilen vergleichbar, aber ja, okay, dann ja langweilig. Es ersetzt jetzt nicht einen kompletten LSD-Rausch, also es ist nicht identisch. Wenn
Was ist, wenn man beides kombiniert? Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr in diese Richtung sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an CyberGhost VPN, den Sponsor des heutigen Videos. Wenn ihr gerade auf der Suche nach einem VPN seid, dann klickt doch gerne mal auf den Link in der Videobeschreibung und ihr bekommt CyberGhost VPN für nur 1,95 Euro im Monat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Geiles Video mal wieder. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr, sehr starkes Video. No joke. Interessant. Sehr, sehr, sehr interessant.